Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und der nächste Park, der heute drankommt, der ist vom guten Stefan Maschel. Er hat mir das Ganze per E-Mail geschickt und hat dazu geschrieben: Hallo lieber Dandy, ich möchte dir auch gerne meinen Jurassic Park vorstellen. Ich habe mindestens 80 Stunden daran gearbeitet und bin eigentlich immer noch nicht ganz zufrieden. Also ein kleiner Perfektionist, so wie ich. Ich freue mich drauf. 80 Stunden ist wirklich krass viel Zeit, also da bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, er gefällt dir trotzdem und eventuell hast du ein paar Verbesserungsvorschläge für mich in deinem nächsten Video. Ja, schauen wir mal, ob wir was finden, ne? Also der wird wahrscheinlich schon ziemlich gut sein, der Park, bei 80 Stunden. Würde mich sehr freuen. Ganz liebe Grüße aus Österreich. Ganz liebe Grüße zurück und vielen Dank, dass du den Park eingesendet hast. Und falls ihr auch mal einen Park einsenden wollt, unten stehen alle Infos. Ihr könnt das Ganze per E-Mail machen oder hochladen und mir den Link im Discord schicken. Aber steht, wie gesagt, alles unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal in den Park von Stefan Maschel. Und da sind wir auch schon im Park von Stefan. Und der Speicherstand, der heißt auf jeden Fall Safari. Aber wir gucken natürlich beim Eingang. Ja, fliegen mal hin. Also sieht schon mal sehr, sehr gut aus. Ist nur sehr, sehr dunkel gerade. Wir schauen mal ganz kurz in die Sandkasteneinstellung. Okay, leichte Stürme hast du sogar an. Oha. Oh, du hast sogar Dinosaurierkämpfe an. Okay. Leichte Stürme, Tag-Nacht-Zyklus, 2 Stunden. Das heißt, es sollte gleich ein bisschen heller werden. Der Speicherstand heißt Safari und du hast den Ankunftsort nicht benannt. Also ich gehe mal davon aus, dass dein Park Safari heißt. Falls nicht, kannst du mich gerne noch anschreiben und dann ändere ich das Ganze im Titel. Aber ich gehe jetzt erstmal davon aus und ich würde auch sagen, wir starten hier direkt beim Eingang. Und ja, da fängst du erstmal an mit so einer schönen bisschen Sand, bisschen Steine, bisschen Palmen, bisschen Wasser. Gefällt mir sehr, sehr gut und dann fällt natürlich gleich auf schön viele Hotels und eine richtig schöne Eingangsfläche so mit Wegen. Da hast du dir echt Mühe gegeben. Sieht sehr cool aus. Schön die Läden auch platziert hier. Der Giftshop finde ich immer sehr, sehr gut, wenn man den vorne hin macht, weil der so einen richtig schönen einladenden Eingang hat. Wir gehen direkt zum Kampf. Hier geht's direkt rund. Okay, hier kämpft ein Metria gegen ein Spino. Also ich glaube nicht, dass das gut ausgeht für den Metria. Das werden wir gleich sehen. Vielleicht ist er modifiziert. Aber scheint hier gut loszugehen in einem Park direkt. Sehr, sehr nice. Das haben wir jetzt auch noch nicht erlebt. Mal kurz aus der Sicht hier raus, damit die Kamera hier nicht so umspinnt. Bin jetzt sehr gespannt. Okay, das sieht ganz und gar nicht gut aus für den kleinen Metria hier. Also ich glaube, der Spino wird ihn hier auf jeden Fall kaputt machen. Ja. Aber der Spino ist halt auch das Vierfache gefühlt von der Körpergröße und vom Gewicht, ne? Also da hat der kleine Metria nicht viel zu melden. Okay, da haben wir schon unser erstes Opfer. Das ging echt schnell. Also sehr, sehr interessant, dass du das so geregelt hast. Lass den mal abholen und dann machen wir weiter. Gucken, ob wir noch mehr Kämpfe hier erleben. So, wir waren hier stehen geblieben. Du hast hier eine sehr, sehr schöne Parkfläche gebaut. Finde ich sehr cool. Sieht nice aus. Hier in der Mitte hast du den breiteren Weg genommen, damit hier diese Fähnchen und Mülleimer sind. Finde ich auch sehr, sehr schön. Und direkt ein Sturm. Wieso habe ich sowas nicht in meinem Lost World Park? Da warte ich stundenlang und hier geht's direkt rund. Kämpfe, Sturm. Okay, das ist aber gemein. Aber das ist auf jeden Fall kein Wirbelsturm, du hast ja nur leichte Stürme an. Aber sehr, sehr cool. Wir lassen uns nicht davon abhalten. Ich hoffe, hier geht jetzt nichts kaputt. Sonst muss ich mich darum kümmern. So, hier hast du auf jeden Fall Wege schön gebaut. Hier auch Wege. Hier hast du 3 Hotels gemacht, also nicht schlecht. 2 hier auf dieser Seite. Und 1 ist hier hinten erreichbar. Und hier ist dann noch eine Nublar West. Eine Einschienbahn. Ich weiß nicht, ob wir damit fahren. Ich glaube, die ist relativ lang, ne? Oh, die schlängelt sich so einmal quer durch den Park. Sieht aber schon sehr, sehr cool aus, der Park. Was mir aber auffällt, was ich immer nicht so cool finde, er ist sehr, sehr flach, der Park. Also so, vielleicht noch so ein paar mehr Erhöhungen oder so. Das könnte ich dir als kleinen Tipp geben. Dann wirkt das Ganze immer ein bisschen, ja, weiß ich auch nicht. Ich finde das immer schöner. Ich meine, du hast nicht alles flach gebaut. Das sieht man hier ganz gut. Boah, wie das gerade aussieht mit dem Sturm. Richtig cool. Hier hast du natürlich auch so ein bisschen Berge und so eingebaut. Aber ich finde, so alles in allem wirkt das schon so ein bisschen wie Holland. Also sehr, sehr flach. Aber trotzdem, kann man ja auch machen, ne? Hier mit den 3 Hotels finde ich auch sehr, sehr cool. Hilton Plaza, Hard Rock Hotel und Nublar West Hotel. Das sind wahrscheinlich hier verschiedene Preisklassen oder sowas. Sehr, sehr nice. War ja ich. Und natürlich... Oh nein. Jetzt muss ich mich erstmal um deinen Park kümmern oder was? Oh mein Gott. Ja, super. Schicken wir mal Ranger-Team kurz hin. Okay, das ist natürlich irgendwie unpraktisch, dass ich jetzt hier mich schon halb darum kümmern muss. Oh, er geht wieder rein, das ist super.
Okay, wenn der jetzt ausgebrochen ist, dann lassen wir es einfach so. Wir schauen jetzt den Park weiter an. Dann läuft hier halt ein Suchomimus rum. Können wir nicht ändern. Ist halt sehr chaotisch. Genau, dann geht's hier lang. Hier hast du ganz viele Läden. Burger King, Arcade Fun, Louis Vuitton, Fossilienzentrum, Sega Bar. Oh, Sega ist cool. Toys R Us. Boah, gibt's das überhaupt noch? Gab's früher auf jeden Fall. GameStop. Sehr nice. Und dann hast du hier noch ein Sicherheitszentrum eingebaut. Ah, cool. Und ein Schutzraum. Und sogar hier so ein kleines Deko-Gehege. Oh, mit Ziegen drin. So ein Streichelgehege. Wie cool. Coole Idee. Ja. Oh, kleine süße Ziegen. So, dann hast du hier noch ein Einsteinhaus. Das ist, glaube ich, ein Wissenschaftszentrum. Genau. Auch sehr, sehr nice. Ja, sieht cool aus. I like it. Hier vorne. Hast du auch die Wege cool gemacht? Also richtig schön die Wegflächen hier gemacht. Dann diese Rundung da rein. Ich finde das immer cool, dass ihr so immer so andere Wege habt, das Innovationszentrum einzubauen in euren Park. Finde ich sehr nice. Also da scheint es echt viele Möglichkeiten zu geben. Ist auch eine sehr schöne Variante, die du hier gewählt hast. Fällt mir. Hier nochmal wieder ein bisschen Sand, die Palmen. Dann hast du es hier nochmal umrandet mit einem Zaun. Hier hast du die Wege gar nicht verbunden. Finde ich auch cool. Aber hinten geht noch ein Weg raus. Aber den gehen wir ja später lang. Ich würde sagen, wir biegen jetzt erstmal nach links ab. Aber ich glaube, da gab es nur die Einschienenbahn, ne? Genau. Sieht man dann noch ein paar Dinos? Was sind denn das hier? Paras. Okay, Nancy, Elfie, Max, Joyce. Aber da kommen wir bestimmt noch später zu den Paras. Der Weg ist hier ein bisschen random, oder? War hier noch was geplant und du hast das vergessen? Weil der Weg hier so lang geht und dann endet der bei so einem Stein. Oder ist das... Obwohl, nee, das könnte so gedacht sein, dass man hier noch gucken kann. Okay, das macht Sinn. Dann nehme ich das zurück. Oh, wie schön das gerade aussieht mit dem Sonnenaufgang. Oh, da muss ich mal ganz kurz in den Aufnahmemodus gehen. Boah, ist das nicht wunderschön gerade. Leute. Richtig schönes Bild. Ich glaube, da mache ich mal eben ein Thumbnail von. So, da sind wir wieder und das ist echt wunderschön geworden. Also wir haben jetzt schon mal ein schönes Thumbnail. Sieht richtig nice aus mit dem Sonnenaufgang und den der Gehegegestaltung mit dem Fluss im Hintergrund und den Bäumen und den Gräsern, die du gewählt hast. Richtig nice. Also richtig schön gestaltet, das Gehege. Genau, hier geht es dann noch zum Hotel. Und ich glaube, dann haben wir schon mal diesen Weg abgearbeitet, weil mit der Einschienenbahn Nublar West fahren wir jetzt nicht. Dann können wir nämlich gleich hier rechts abbiegen. War da vorne noch ein Weg? Nee, hier haben wir nichts verpasst. Alles cool. Dann gehen wir mal hier lang. Ich weiß, hinter dem Innovationszentrum gibt es natürlich auch noch einen Weg, aber den gehen wir später lang. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Hier geht es dann zu einer Sturmabwehrstation, einer fortgeschrittenen. Okay. Ist auch alles schön umzäunt hier. Nice aus. Hier hast du nochmal einen Schutzbunker. Und hier hast du das Ranger-Team dann. Park-Ranger-Station. Haben die einen Namen? Nee. Okay. Haben wir ja sogar gerade schon zum Einsatz gebracht. Also nicht schlecht. Hier auf der linken hast du sogar schon zwei Palmenhäuser. Wie heißen die denn nochmal? Gewächshaus, genau. Da hast du einmal ein Schmetterlingshaus. Ah, cool. Da kann man reingehen und dann kann man so... Da war ich persönlich auch noch nie. Das gibt es ja sogar wirklich, wo dann so riesen Schmetterlinge sind, wo die dann auf deinen Fingern und so landen. War da schon mal jemand? Das ist bestimmt witzig. Wobei Schmetterlinge jetzt sind zwar hübsch, aber das sind ja eigentlich auch nur Käfer. Ich denke mal, die meisten Leute sind das nicht so geil. So. Genau, hier hast du einfach ganz viele Pflanzen drin. Hier vorne hast du ein Palmenhaus. Das ist dann ja wahrscheinlich einfach so ein Botanikhaus. Und du spielst sogar mit Geld, sehe ich gerade. Aber du bist hier schon beim Maximum. Also man sieht, dass du lange gespielt hast. So, hier sind noch ganz viele Palmen. Sehr nice. Gehen wir mal weiter hier lang. Hast du aber schon eine schöne Gestaltung. Also ich habe ja gesagt, dass es sehr flach ist, aber ich finde irgendwie, dass das sehr cool wirkt, wenn man hier so durchgeht. Dass das alles so eine flache Ebene ist. Das ist schon nice gemacht. Und da sieht man auch schon Langhälse. Diplodocus, Brachio, richtig cool. Hier rechts haben wir noch das ACU-Zentrum, okay. Auch sehr cool. Auch schöne Form hier gemacht, also wenn man so von oben guckt, das finde ich immer ganz nice. Sieht alles sehr, sehr schön aus hier, so schön geformt mit den Zäunen und so. Alles schöne Schwingungen, schöne Wege. Also das hat dir echt Mühe gegeben. Sieht nice aus. So, wir gehen weiter. Kommen hoffentlich gleich zur ersten Beobachtungsgalerie. Aber guck mal, jetzt können wir ja schon mal als Besucher sozusagen die Brachios beobachten, wie sie mit dem Schwanz rumzucken. Little Girl, Ludwig und Carmen sehen wir. Und da im Hintergrund läuft noch einer, Inge. Okay. Also du scheinst hier wirklich viel mit Wegen und Zäunen gearbeitet zu haben. Finde ich auch nicht verkehrt. Also man muss ja nicht immer Besuchergalerien machen. Hier ist eine kleine Lücke. Muss ich die verstehen? Aber ich glaube, die ist gewollt. Sieht zumindest so aus. Also das glaube ich nicht, dass du es vergessen hast. Vielleicht einfach, dass man hier reinfahren kann und hier ein Weg ist zum
Oh, das ist ein Fluss, ne? Oh mein Gott, das sieht ja cool aus. Okay, Leute, das müssen wir einmal im Ganzen angucken. Also das ist hier ein Fluss, der einmal komplett durch den Park führt. Und der sieht echt cool gestaltet aus. Auch sehr, sehr schön mit diesen Brücken und so gemacht. Schöne Brückenoptik. Hier mit den Gräsern schön gearbeitet. Schöne Flussform rausgearbeitet. Sieht echt sehr cool aus. Auch hier diese Eckelkante, den Gräsern. Das sieht schon wirklich aus wie ein cooler Fluss. Nicht schlecht. Also du hast so einen riesigen Flusspark gebaut. Boah, der gesamte Fluss sieht richtig cool aus. Auch hier mit solchen Stellen und sowas. Das ist echt viel Arbeit, weil ich weiß ja, wie die Tools von JWE sind. Das ist echt anstrengend. Da muss man immer entfernen und sowas. Deswegen hast du wahrscheinlich auch so viel Zeit gebraucht. Aber es sieht schon cool aus. Und hier hinten ist direkt so noch so ein Sumpfbereich. Auch sehr, sehr gut gestaltet. Man erkennt direkt, dass es ein Sumpf sein soll. Nicht schlecht. So, ich gehe aber wieder dahin zurück, wo ich war. Ich will mich jetzt nicht so weit abbringen lassen. Wir waren, glaube ich, hier vorne, ne? Fluss haben wir jetzt schon gesehen. Oh, hier ist sogar ein Gehege rechts. Da sind Dinos. Ich sehe einen Edmonto, Eve. Und hier sehe ich einen Iguanodon, glaube ich, ne? Ja, ein Iguanodon. Nala. Also richtig schön, wie man die beobachten kann. Es ist echt cool mit dieser Ebenen. Mit diesem Ebenen-Look. Also der Kritikpunkt, den nehme ich komplett zurück mit den Bergen am Anfang. Finde ich mega cool. Ganz toll gemacht. Hier ist ein Tor. Hier haben wir das nächste Gehege zur Linken. Auch wieder Pflanzenfresser. Wenn mich nicht alles täuscht, sind das Ankis und Stigis. Oder? Genau, El Professor, Moskau. Ah, ein Haus des Geldes Gehege. Hannibal. Obwohl, Hannibal, war der ein Haus des Geldes? Also die beiden auf jeden Fall schon. Als ihr die Serie nicht gesehen habt, fand ich ganz cool. Draco und Hope. Oh, zwei Draco-Rexe sind da auch noch. Berlin. Berlin ist auch aus Haus des Geldes. Aber zumindest so ein paar Haus des Geldes-Kandidaten dabei. Der Anki schläft auch gerade. Hier läuft noch Hope. Sehr, sehr cool. Hier ist auch so ein kleiner Wasserbereich noch eingebaut. Finde ich auch schön. Mit einer Palme und alles. Dann gibt es hier den ersten Beobachtungsturm. Da gehen wir doch mal rein. So, was können wir denn hier erblicken? Sehen wir hier irgendwas? Da hinten sehen wir Mutter Burasins, glaube ich, ne? Rechts in der Ecke. Könnt ihr es überhaupt sehen? Ja, die Webcam ist nicht im Weg, okay. Ansonsten verstecken die Dinos sich leider gerade. Ich werde, glaube ich, ist, glaube ich, der einzige Turm hier, ne? Ich werde dieses Gehege jetzt mal so eben erkunden. Schauen wir eben. Der Mutter Bura, auf jeden Fall cooler Dino, weil der richtig schöne Skins hat. Definitiv. Auch dieser Skin ist sehr, sehr cool. Der läuft da gerade. Sehr nice. Wie war der Name? Alma. Und der Skin ist... Warum finden wir den denn? Dschungelmuster. Okay. Sehr, sehr cooler Skin. Fliegen wir nochmal hier durch. Oh, jetzt kommen sie alle angerannt. Kommt der nächste. Susi. Hier rechts kommt der nächste. Jetzt kommen sie wirklich alle. Bertha. Haben wohl gerade Hunger. So, wir fliegen mal hier so ein bisschen durch den Dschungel und gucken mal, ob wir alle Dinos finden. Ja, das ist echt eine coole Optik so vom Wald und vom Dschungel. Also man sieht, dass du da richtig Arbeit reingesteckt hast. Wird ganz toll. So, hier haben wir Eve, ein Edmonto. Dakota, ein Stego. Oh, guck mal, hier laufen sie durch den Fluss. Wie schön. Und da sind noch Gullies. Cool. California, noch ein Stego. Das ist der Standard-Skin, glaube ich, ne? Kann das sein? Paris. Tokio. Helsinki. Palermo. Denver. Okay, es geht auf jeden Fall weiter mit Haus des Geldes. Das sind halt immer die Hauptstädte. So hießen die, oder so heißen die Charaktere, beziehungsweise die Spitznamen der Charaktere. Schaut sie euch an, die Serie. Sehr, sehr cool. Dritte Staffel habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Die ist jetzt auch rausgekommen. Aber die will ich mit Miriam zusammen gucken, wenn sie in meinem Urlaub, also an meinem Geburtstag, zu mir kommt. Eddie, auch ein ganz toller Skin für den Edmonto. Tigermuster ist das. Eddie, auch so ein Klassikername für den Edmonto. Tausendmal gehört. Zephila, Lotte und da haben wir noch die Langhälse, die habe ich auch schon von beiden von gesehen. Little Girl, Inge, King, die sind natürlich alle gerade mega im Dschungel versteckt. Big Mama, Ludwig, Alada, Nala, oh hier trinken sie gerade, oh, wie schön, Carmen. Ich werde hier 100 pro Dinos übersehen, weil hier sind echt viele Dinos drin, aber richtig schön gestaltet, hier auch mit den Bäumen und so. Also wenn man so mal so von oben guckt, ganz, ganz toll gemacht. Fliegen nochmal ganz schnell rüber. Wenn wir jetzt nicht alle Namen gesehen haben, ist nicht schlimm. Aber ich will zumindest alle Dino-Arten gesehen haben. Ich glaube, das haben wir geschafft. Und da hinten in der Ecke geht es sogar noch weiter in ein nächstes Gehege. Aber das ist tatsächlich ein Gehege. Da können, glaube ich, die Besucher nicht hin. Nee, das können die auch nicht beobachten. Hier sind keinerlei Wege oder so. Also so ein abgeschottetes Gehege am Flussanfang sozusagen. Gehen wir mal rein. Hier ist auch wieder so ein bisschen Beach-Optik mit Sand, Palmen und sowas. Und
Ach, das ist das Gehege, wovon eine ausgebrochen ist. Ja, mit der Suche Mimus, hä? Suche Mimus sowieso ein Dino mit richtig coolen Skins. Was haben wir hier noch? Ruceratus. Ah, cool. Der hat auch tolle Skins. Er läuft natürlich sehr, sehr schnell. War sehr, sehr nice. Goto, Jimmy. Haben wir wen übersehen? Hyuki hatten wir gerade schon. Wir waren doch noch mehr, oder? Ah, hier ist wirklich nur ein Sucho drin. Und drei Proceratus. Willis haben wir hier. Willi haben wir noch. Ich hoffe, der andere Sucho ist wieder reingegangen jetzt, ja. Das sieht nicht so aus, als wenn der hier außen noch rumläuft oder so. Gehen wir wieder zurück. Haben wir ja schon mal gut was gesehen. In dem Gehege können wir auch nochmal schauen, ob wir was übersehen haben. Aber da hatten wir, glaube ich, gerade schon geguckt, ne? Ja. Okay, gehen wir weiter. Folgen wir dem Weg. Also du hast sehr viel mit Wegen gearbeitet und Zäunen und sowas. Und wenig mit Besuchergalerien. Finde ich aber cool. So, das müssten Taurus sein. Taurus sich. Und Igiris Fernfahrt. Sehr cool. Will, Dustin und Mike. Ich glaube, das ist Stranger Things. Das heißt, du hast hier wirklich viele Seriencharaktere reingebaut. Stranger Things, auch eine coole Serie. So, weiter geht's. Ich habe nach oben... Hier sind auch wieder Berge. Also meine Aussage mit dem nicht hügelig stimmt schon mal hinten und vorne nicht. Am Anfang. Hier ist es auch gut gemacht. Oh, hier ist... Geht's ein bisschen bergab, aber das ist manchmal echt schwierig. Ist aber an sich auch nicht schlimm. Ist auf jeden Fall auch eine Einschienbahn. Hier hinten geht noch ein Weg lang. Ah, das ist auch ein bisschen steil hier, aber passt schon. Nubla East ist hier die Station. Und hier haben wir eine Beobachtungsgalerie. Da gehen wir doch mal rein. Schauen mal. Was sehen wir da? Procerato sehe ich. Kasmo sehe ich. Was ist da hinten? Also hier scheinen ganz viele Dreihorn-Dinos drin zu sein. Das sind Triceratopse. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich versuche mal jetzt hier rumzugehen und dann fahren wir mal mit der Gyrosphäre, würde ich sagen, bevor ich jetzt hier das Gehege einmal so erkunde. Gehen wir mal hier den Weg lang. Sorry, wenn ich hier ein bisschen wirr durch den Park gehe, aber ich finde das gerade echt cool, so eine Besucheroptik hier durchzufliegen. Sieht auch alles sehr, sehr schön aus hier links und so. Sehr nice. I like it. Hier ist so ein schöner Kreis mit Bäumen und so. Also du hast echt viel mit diesen Gräsern gearbeitet, was ich sehr schön finde. Hast du echt gut hinbekommen. So, dann fahren wir damit mal. Hier ist das richtig? Das ist richtig. Einmal Controller an und dann geht's los hier. Let's go auf eine schöne Gyrosphärenfahrt. Wir bedauern Ihnen mitteilen zu müssen, dass die Tourinformationen während der manuellen Steuerung nicht verfügbar sind. Das macht ja nichts. Hauptsache, wir kommen hier schnell durch. Ah, kann die nicht schnell? Das kommt mir voll langsam vor. Okay, das ist Maximum Speed gerade. Düsen wir mal durch. Ich meine, die meisten Dinos haben wir ja gerade schon vom Fußweg aus gesehen. Nicht so schlimm. Genau, wir biegen mal einmal hier ab. Gucken mal einmal, dass wir das hohe Gras hier hinter uns lassen. Hier haben wir nämlich gerade die Taurus. Auch cooler Dinosaurier. Und ist noch ein Tauro, glaube ich. Und dann fahren wir weiter zurück zum Weg. In der Hoffnung, dass wir gleich noch die anderen zu Gesicht bekommen. So, Kollege. Einmal zur Seite. Ich überhole. Bin gleich auf die Namen wieder gespannt. Wahrscheinlich habe ich schon einige Serien nicht erkannt. Du hast hier bestimmt ein paar mehr Serien untergebracht an Namen. So, da kommt ein Triceratops. Versperrt uns den Weg. Hallöchen. Oh, wie schön. Da läuft er. Tolles Tier, ne? Ganz tolles Tier. So, weiter geht's. Haben wir hier. Hier ist ein Kasmo zu unserer Rechten. Im Hintergrund kommt noch ein Triceratops auf uns zu. So, hier ist noch ein Kasmo. Wir wollen aber überholen. Wir wollen hier vorbei. Ist aber gerade schlecht hier. Die Dinos machen hier gerade Show für uns. Wir überholen mal auf der rechten Seite. So. Zeit ist Geld. Geld ist knapp. Wir müssen hier durch. Dann geht es nochmal nach links. Guck mal, da ist die Fahrt schon vorbei. Ach, die ist schon vorbei hier. Ja, dann mache ich nochmal einen Abstecher. Ich habe nämlich die Panthers noch nicht richtig gesehen. Da sind sie. Ansonsten habe ich, glaube ich, jetzt alle Dinos... einmal vernünftig gesehen. Das ist ja so mit meinen Lieblings-Triceratops-CAD. Wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Mein Lieblings-Dreihorn von dem Spiel. Der Pentaceratops. Finde ich sehr, sehr cool. Erinnert mich halt immer an ein Gnu aus Afrika. In der Körperform und Haltung und so. So, dann schauen wir mal ganz kurz hier das Gehege nochmal von oben an. Sieht echt schön aus. Also hier hast du auch mit Bergen gearbeitet. Sehr cool. Diese Bäume hast du auch verwendet. Die geben echt so diese Steppenoptik so ein bisschen. Schauen wir mal die Namen.
Steve Harrington, Pünktchen, Ron, mir noch, James, Karin, Jim Hopper. Ich weiß gerade nicht, ob das alles Charaktere von Stranger Things sind. Ich glaube aber schon. Also die meisten kenne ich. Hopper und so auf jeden Fall. Und hier vorne, das sind Will, Dustin und Mike. Das sind halt die Jungs von Stranger Things. Die Hauptcharaktere sozusagen. So, weiter geht's. Machen wir weiter ins nächste Gehege. Hier kommt es mal auf ein Tor. Und dann geht's hier rechts. Nochmal in eine Beobachtungsgalerie. Das ist sehr schön. Oh, was haben wir denn hier? Ein Indoraptor. Sehen wir auch sehr, sehr selten bei Ich bewerte eure Parks. War sehr nice. Schauen wir doch mal, wie der heißt. Ja, versteckt sich leider gerade im Wald, aber wir können ja so gucken. Also jetzt so, ist hier alleine in dem Gehege, hat so ein kleines Dschungelgehege, nicht schlecht. Finde ich cool. Cooler Dinosaurier. Der ist einfach nur X. Vermutlich auch aus irgendeiner Serie, aber sagt mir gerade nichts. Auch hier mit einer schönen Schleuse gearbeitet, so ein Doppeltor. Ist auch cool. Hier geht es dann wieder am Fluss entlang. Laufen wir doch mal weiter. So. Auch wieder hier eine schöne Brücke mit Palmen und sowas. Echt toll gemacht. Rechts Felsen als Deko. Sehr, sehr cool. So, was haben wir hier noch? Ach, das ist dieser Sumpf. Das ist gar kein Gehege. Ich dachte, das wäre ein Gehege. Aber das ist so ein bisschen Sumpfoptik. Das haben wir ja vorhin schon gesehen. Das ist sozusagen das andere Ende des Flusses. Ja, nice. Ist das links hier ein Gehege? Das ist ein Gehege, ne? Oh, ich sehe dann Wasserfutterspender. Ah, das ist Gehege von dem Spino, den wir am Anfang kämpfen gesehen haben. Sieht auch sehr, sehr cool aus. Und hier haben wir noch andere Dinos. Dilos hast du hier auch noch drin, okay. Gibt es hier eine Beobachtungsgalerie? Also man kann hier halt rumgehen. Gibt's aber nicht, also wir gucken uns das Gehege mal so an. Da schreit er schon, der Schreihals. Alpha heißt er. Und Dilly. So, Fischfutterspender ist hier am Start. Ist aber leider deaktiviert, warum auch immer. Haben wir sonst noch Dinos? Ich glaube nicht, ne? Ich habe auch ein sehr schönes Gehege, ja. Den Strand schön nachgebaut und so. Hier vorne hast du dann das Hemd-Entwicklungslabor. Sehr, sehr nice. Schutzbunker. Biegen wir mal links ab. Hier ist nochmal so ein bisschen Deko eingebaut, so ein Kreis. Hast echt viel mit Zäunen gebaut, finde ich sehr cool. Muss man sich immer sehr viel Mühe geben. Ist echt anstrengend, wenn man das vernünftig, so wie du es gemacht hast, an den Wegen entlang bauen will. Und was haben wir hier? Ach, das ist das Entwicklungslabor. Ansonsten kommen wir hier zum nächsten Gehege. Und der Weg, der hier führt, glaube ich, zum Hinterausgang von dem Innovationszentrum. Central Hub. Damit hat sich das auch erledigt hier. So, welches Gehege haben wir denn jetzt noch nicht gesehen? Das ist die Frage. Gehen wir mal kurz in diese Ansicht. Oh, hier vorne, das haben wir noch nicht gesehen. Hier, das habe ich, glaube ich, alles gesehen. Hier bin ich entlang gegangen. Das habe ich gesehen. Gehen wir mal ins nächste Gehege hier. Zu unserer Linken wäre das. Und auch nochmal so ein bisschen Strand, Palmen und so. Hier ist auch nochmal eine Fischfutterstation. Velociraptoren, Blue, Charlie, Echo und Delta. Auf jeden Fall die Klassiker am Start. Barry Onyx haben wir, der heißt Barry. Auch sehr cool. Die beiden schnacken gerade miteinander oder so. Ja, keine Ahnung. Wieder machen. Auch ein schönes Gehege. Mit Palmen, Wasser, Sand. Ist das nur ein Barry Onyx? Ja, ein Barry Onyx. Und hier vorne, hinter dem Innovationszentrum sozusagen, haben wir dann ein Rexy. Ist natürlich sehr gefährlich mit so einem dünnen Zaun hier, ne? Vor allem, weil du auch Ausbrüche aktiviert hast. Na, irgendwann ist es ein Stromzaun. Aber ich hätte schon Angst, wenn hier nur so ein kleiner Zaun ist und so ein fetter Rex, der Bug heißt. Da ist er. Auch ein toller Skin. Welcher ist das? Sumpfmuster. Okay. Auch hier ein schöner Wasserbereich und sowas. Den großen Baum hast du ja auch zweimal reingemacht. Den mag ich ja auch sehr, sehr gerne. Aber ich glaube, hier ist ansonsten nur der Rexy drin, ne? Jo, okay. Ich glaube, wir haben fast alles erkundet, Leute. Den Bereich hier waren wir auch schon. Ach, guck mal, hier ist auch so ein bisschen... Was sind das hier? Ist das eine Strecke oder was soll das? Ach, das sind einfach so Gewässer, so als wenn die Bäume hier so richtig angepflanzt sind, glaube ich, ne? So soll das sein. Oder das soll das zumindest darstellen. Sehr cool gemacht. Das heißt, hier ist wirklich so ein kleiner Baum, so eine Baumschule oder wie man sagt. Ich weiß es gar nicht. So, ich glaube, das einzige Gehege, was wir jetzt noch nicht richtig angeguckt haben, also das haben wir ja alles gesehen. Das einzige Gehege ist das hier, glaube ich, wo wir nochmal reinschnuppern müssen. Sieht auch sehr, sehr schön aus hier. Geht nochmal so ein kleiner Fluss durch. Sehr schön gestaltet, das Gehege. Das haben wir ja vorhin schon einmal, so ein bisschen die Dinos gesehen. Hier haben wir Elfie, auch von Stranger Things, Olga, Sophia, Paula, Dora, Liesel, Oma Ilse.
Sagt mir gerade ehrlich gesagt nichts, von welcher Serie das ist. Carlos, Gertie, Joyce und Nancy und Silvia. Okay. Aber ansonsten haben wir jetzt, glaube ich, alles. Also sehr, sehr cooles Gehege. Tolle Dinosaurier. Ich glaube, den Park haben wir durch. Sehr, sehr cooler Park. Stefan warst du, glaube ich, ne? Vielen, vielen Dank fürs Einsenden. Ganz, ganz toller Park, den du da gebaut hast. Gibt's nichts zu kritisieren. Also wirklich ein wunderschöner Park. Toller Fluss, den du da gebaut hast. Toller Motto-Park, so, dass du so Beach ein bisschen gemacht hast. Dann da hinten geht's in Sumpf über, hast du Sumpfgehege. Dann, ja, hast du echt cool gemacht. Also Top-Park, Leute. Und schreibt auf jeden Fall unten in die Kommentare, wie ihr den Park fandet vom Stefan. Und falls ihr mir auch mal einen Park einschicken wollt, dann einfach unten in die Videobeschreibung gucken. Da steht alles drin, wie es geht. Kann allerdings ein bisschen dauern, weil ich noch ein paar Parks habe, die ich noch bewerten muss. Aber ja, versucht's einfach, ne? Also je früher es einschickt, desto früher kommt ihr dran, weil ich habe so eine kleine Liste, die arbeite ich momentan ab und so weiter. Also ihr könnt es euch ja vorstellen. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Falls euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich über ein Like freuen. Und ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.